Hallihallo, heute möchte ich euch gerne die Raupe des braunen Bären vorstellen. Sie gehört zur Familie der Bärenspinner und kann bis zu 6 cm lang werden. Was sich einmal aus dieser faszinierenden Raupe entwickelt, ist oben im Bild zu sehen. Ein Foto des braunen Bären. Er ist einer der schönsten Nachtfalter hier in Deutschland. Die auffällige Farbe der wunderschönen Flügel dient zur Abschreckung von Fressfeinden. Leider bekommt man den Falter nur selten zu sehen, da er in der Nacht und in der Dämmerung aktiv ist. Er fliegt sehr gerne künstliche Lichtquellen an, was ihm dann zum Verhängnis wird. Der braune Bär bildet nur eine Generation pro Jahr und diese fliegt von Juni bis September. Die Raupenzeit ist von August bis Juli, dementsprechend überwintert der braune Bär als Raupe. Als Nahrungspflanzen gelten Himbeere, Weidearten, Ampferarten und Brombeere und vieles, vieles mehr. Gerne genommen waren bei mir Weide- und Sauerampferblätter. Der braune Bär ist besonders geschützt, denn er steht auf der Vorwarnliste der Roten Liste. In Baden-Württemberg und im Saarland gilt er als gefährdet. Auch in vielen Teilen Österreichs sind die Bestände rückläufig. Bei Gefahr rollt sich diese Raupe zusammen und stellt sich tot. Dieses tut sie oftmals viele Minuten. Bitte seid vorsichtig bei dem Kontakt mit der Raupe. Abgebrochene Borsten können Bindehautentzündungen hervorrufen oder zu Hautausschlägen führen. Tickt die biologische Uhr, suchen Sie sich ein gemütliches Plätzchen zum Verpuppen. Die Verpuppung der Raupen erfolgt in den Monaten Juni und Juli in Gespinsten. In der freien Natur suchen Sie sich dafür dicht gewachsene Gräser oder Büsche. Bei mir war es der Terrariumdeckel. Diese Gespinste erbauen Sie in mühevoller Arbeit in ca. 2 bis 3 Tagen. In der Zeit, in der die Raupen ihr Gespinst bauen, nehmen sie keinerlei Nahrung zu sich und leben von Reserven. Dann beginnen sie sich zu verpuppen und streifen ihre Borsten ab, wie hier zu sehen. Nach dem Abstreifen der Borsten ist zu sehen, die Puppe ist schwarzbraun mit leicht abstehenden Flügelscheiden. Nun verbringen sie einige Wochen in dem Gespinst ihre Puppenruhe, bis dann nach einigen Wochen der schöne Falter zu sehen ist, der braune Bär. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Love nature.